Spreche ich mit Frau Voss? Ja. Super, schön, dass ich Sie erreichen konnte. Ah. Genau, Sie sind ja Kunde bei uns in der Agentur und haben ja sicherlich schon von der Kfz-Wechselzeit gehört. Jetzt wollten wir Sie fragen, was wir tun müssen, um Sie für uns zu begeistern. Wie war es jetzt? Mein Auto? Genau. Sie wollen mir ein Auto schenken. Ihnen ein Auto schenken? Ja, klar. Nee. Und Sie möchten jetzt, dass ich es mein Auto versichern lasse bei Ihnen? Richtig, genau. Wir ja. Nicht so, wir wollten Ihnen einfach nur ein Angebot machen, damit Sie mal mit Ihrer jetzigen vergleichen können. Mhm. Genau. Ja, ich höre. Wäre das denn in Ordnung für Sie? Na, ich weiß nicht, um was es geht. Naja, wie gesagt, wir rufen an, um zu fragen, ob wir Ihnen ein Kfz-Angebot machen dürfen, damit Sie mit Ihrer jetzigen vergleichen können. Na, ich habe ja gar keinen Vergleich. Genau, das können wir ja nicht machen, weil wir die Kfz-Daten nicht haben. Wir möchten ja erstmal anrufen, fragen, ob wir das überhaupt dürfen. Na, ich bin über 18. Natürlich. Genau. Super. Wir brauchen die letzte Beitragsrechnung und Ihre Zulassung. Wir können das so machen, ich lasse Ihnen jetzt so ein halbes Stündchen Zeit, damit Sie das ganz entspannt raussuchen und dann können Sie mir das per E-Mail, per WhatsApp, beziehungsweise ich rufe Sie an und Sie sagen mir das durch. Per WhatsApp, E-Mail? Genau, so möchten Sie das machen? Wir können ja auch gleich am Telefon loslegen. Haben Sie denn alle Daten im Kopf? Ach, ich suche die schnell. Wir können ja auch eine Stunde warten, oder? Ja, können wir auch so machen, wenn Sie die ganze Zeit dann ja. Machen wir das sofort. Wunderbar. Okay, super. Warten Sie mal. Ich muss jetzt mal aufstehen. Ach. Das dauert ein bisschen. Mal Licht anmachen. Verdammt. Sagen Sie, können Sie mir gerade helfen? Was suche ich denn jetzt gerade? Die Zulassung und die letzte Beitragsrechnung. Ach so, gut. Dann muss ich ja ins Wohnzimmer. Ich war gerade in der Küche. Ich bin ja auch verrückt. Ich bin ja auch schon über 80. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Nee. Gut. Lassen Sie sich Zeit. Ich lasse mir Zeit. So. Victoria DKV. Victoria Auto. Allianz Auto. Verdammt. Sagen Sie bitte, wissen Sie, wo mein Auto steht? Wo Ihr Auto steht? Ja, ich werde verrückt. Da ruft jemand an, der will was wissen von mir und ich suche mein Auto. Warum suchen Sie denn Ihr Auto? Weil da jemand etwas wissen möchte. Am Telefon. Ich suche mein Auto. Hallo? Moment. Jetzt. Da will jemand wissen, wo mein Auto ist. Nee, da möchte keiner wissen, wo Ihr Auto ist. Was mache ich jetzt hier? Ich suche jetzt alles durch. Wenn doch bloß mein Sohn da sein würde. Der ist auch nicht da. Ich bin ganz alleine. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Was wollen Sie jetzt von mir? Alles gut, also ich wollte nur die letzte Beitragsrechnung und Ihre Zulassung, aber es ist alles in Ordnung. Also wenn Sie das jetzt nicht finden, dann ist es gar nicht schlimm. Und Sie haben mich jetzt gerade angerufen, ja? Genau, es ging jetzt nur um Ihr Auto. Mein Auto, das suche ich ja gerade. Das ist weg. Sie brauchen gar nicht Ihr Auto suchen. Aber Sie wollen doch was wissen von mir. Ja. Oh Gott, Kind, was mache ich denn jetzt? Mein Auto ist weg, sie rufen mich an, ich soll irgendwas suchen, ich weiß ja gar nicht, wo ich mehr bin. Hallo?
Es ist alles gut, also Sie haben Ihr Auto nicht verloren. Wie gesagt, ich wollte nur fragen, ob Sie denn überhaupt eins haben und ob ich Ihnen ein Angebot machen darf. Ich kann ja mal rausgucken, ob es da irgendwo noch draußen steht, Kind, dass es regnet, also fürchterlich. Warten Sie mal, da fahren lauter Autos, da kann doch nur ein Auto von mir dabei sein. Hallo, haben Sie mein Auto gesehen da unten? Hallo? Haben Sie mein Auto gesehen? Da ruft jemand an, der will was von mir. Die rufen alle nicht zurück, ich werde wahnsinnig. Ist doch fürchterlich. Bleiben Sie ganz ruhig, also das Auto steht bestimmt. Ich warte, bis mein Sohn kommt, das halte ich ja nicht aus. Sie müssen das mit dem Angebot auch jetzt gar nicht machen. Nein, muss ich nicht, nein. Nee, natürlich nicht. Natürlich Gottes nicht. Willen. Ich bin ja auch schon über 80, das hält eine alte Frau nicht aus. Okay, dann gehen Sie nach Hause, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Was? Auto ist... Ich soll nach Hause gehen? Genau. Ich bin gerade rausgegangen, um nach Ihrem Auto zu suchen. Ich war auf dem Balkon, aber ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich hier wohne, wenn Sie sagen, ich soll nach Hause gehen. Wo wohne ich denn jetzt nun? Ich werde wahnsinnig. Ich muss mal auf den Flur gehen. Das hört ja keiner aus. Da sagt jemand, ich wohne hier nicht mehr. Hallo, können Sie mir sagen, ob ich hier wohne? Oh Gott. Hallo? Bleiben Sie mal ganz ruhig. Gehen Sie jetzt mal wieder in die Haustür rein. Gehen ja. Sie nach Hause, setzen Sie sich ganz in Ruhe hin. Es ist alles in Ordnung. Ich setze mich jetzt ganz in Ruhe hin. Ich sitze jetzt hier. Was soll ich jetzt tun? Genau, es ist alles gut. Wir lassen es mit dem Angebot. Sie vergessen, dass ich Sie angerufen habe. Es ist alles in Ordnung. Okay, Frau Voss? Ich habe Sie vergessen. Ich vergesse Sie jetzt. Ich setze mich hin. Vergessen Sie jetzt. Okay. Ich habe nichts gehört, ich vergesse Sie. Ich habe keinen Kopf und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ja? Oh, danke, danke, ich vergesse jetzt alles. Ich habe alles vergessen, 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 ich vergesse, ich habe alles vergessen, ich habe alles vergessen. Hallo, ist doch jemand da? Guten Tag noch. Oh Gott.